Guten Morgen, wieder mal 10 DVDs. Wir haben Eclipse, Breaking Dawn, King Kong, Herr der Ringe, Paranormal Activity 1. Dann Verliebt in eine Hexe, Thor, Pirates of the Caribbean, Plötzlich Prinzessin 2 und Atemlos. Wer was will, mir schreiben. Hi, habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der beim Kofferraum aufmachen seine Fingernägel kaputt macht? Yes, kennt ihr jemand? Manche von euch mitgekriegt haben, bin ich Single und ich habe da eigentlich jemanden kennengelernt, mit dem ich ganz nett geschrieben. War auch so mein Typ und so. Und dann schickt er mir halt eine Sprachnachricht. Und er kann halt so gut wie gar nicht Deutsch. Ja, Respekt, dass er gut schreiben konnte, aber er kann halt einfach kein Deutsch. Und jetzt könnt ihr mich gern als Nazi bezeichnen oder als rassistisch oder als arrogant oder sowas. Aber ich habe zu ihm gesagt, das geht einfach gar nicht. Habe ihn dann blockiert, weil solche Männer, ja, deren Stolz ist immer sehr schnell verletzt. Und ich hatte auch recht, denn er hat mir in Facebook geschrieben. Und wenn ich erinnern darf, der wollte mich eigentlich noch kennenlernen, der wollte mich als seine Freundin und lauter so ein Zeug hat er geschrieben. Und dann auf einmal meinte er, ich bin billig, ich bin eine Hure. Natürlich bin ich auch arrogant und bin Nazi, weil ich das halt, ja. Und mein Gott, ich bin halt eine, die sich mit, ihrem Partner unterhalten möchte und nicht nur irgendwie so mit Händen und Füßen und hier im Bett so Sachen machen. Also sorry. Der ist auch super, ja. Der meinte, das Wetter ist ja heute so schlecht, ob ich ihm eine Privatvorstellung geben könnte bei mir zu Hause. Ja, niemanden suche, der bei mir beim ersten Date sozusagen in meine Wohnung kommt und was weiß ich, was mit mir treiben will, habe ich natürlich schon ziemlich abweisend reagiert und war. Weil das für mich eine eindeutige Anmache für Sex war, definitiv. Und er meinte ja, weil ich so reagiert habe, er wollte ja nur die Moves sehen. Ich so, ja, sowas googelt man dann halt einfach. Es ging dann noch weiter, dass er meinte, er dachte, das ist ein großer Teil von mir und das ist mir wichtig und deswegen wollte er Interesse zeigen auf diesem Weg. Finde ich sehr komisch, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt bezeichnet er mich als bipolar, weil ich ja auf einmal so kalt bin zu ihm und so abweisend. Ich meine, was soll denn das, ja? Ich frage doch nicht vorm ersten Date, ob jemand mir eine Privatvorstellung gibt. Was ist denn los? So gesehen, zum zweiten Mal heute. Next! Mein Ex wird dazu nur sagen, ich bin schon wieder unattraktiv für Beziehungen, weil ich mit anderen Männern chatte. Yes, no. Heute ist irgendwie Tag der dummen Männer oder irgendwie sowas. Schreibt mir jemand auf Instagram, aber wirklich permanent die ganze Zeit solche Literaturen und Nachrichten. Der regt sich natürlich dann auf, wenn ich das nicht durchgehend die ganze Zeit irgendwie lese. Na klar, ich bin ja permanent da, um seine Nachrichten zu lesen. Und dann erzählt er mir natürlich, dass er der Richtige ist für mich und der einzig Wahre und ich muss ihn unbedingt treffen. Ich meine, er hat nicht mal gefragt, ob ich ihn attraktiv finde oder so, sondern er ist einfach nur direkt drauf los. Er muss mich jetzt treffen, ja, alles andere ist nicht wichtig. Scheißegal, wie ich. Wurde natürlich zum Schluss auch beleidigend, was denn die Scheiße soll und so. Und ob das jetzt mein Ernst ist, dass ich so kalt bin zu ihm und ihm nicht. Ich meine, was ist denn los? Kann man sich nicht normal treffen, normal miteinander schreiben? Muss man es echt über diese komischen Social-Media-Scheiße probieren? Ich meine, ich will jetzt nicht überheblich klingen, ja, aber wenn ihr jetzt einen Brad Pitt und einer Jennifer Aniston schreibt, schreiben die euch dann auch zurück, oh ja, natürlich, ich möchte dich treffen, ich treffe jeden, der das will. Also manche haben da echt keinerlei Vorstellung. Und das Schlimme ist ja, das ist ja nicht nur der eine, sondern das sind wirklich sehr, sehr viele am Tag, die sagen, hey, triff mich, ich bin der Beste für dich. Ich Männer, wenn ihr eine Frau, bevor ihr sie kennenlernt, als allererstes Date zu euch einlädt, um einen Film zu schauen, wollt ihr was? Wieder 10 DVDs. Wer will was haben? Ein Sommer in New York, Killshot, Stone Angel, Lord and Hardy, der Da Vinci Code, ich einfach unverbesserlich, The Dark Knight Rises, Transporter, den Hobbit oder Illuminati. Ich komme heute auf YouTube, 18 Uhr, und zwar live mit ein paar Luftballons. Also wer mich sehen will, klickt euch rein. So, mein erstes Video mache ich jetzt heute für den Markus. Das wird ein riesen Blow to Pop.
Blauti Pop ist im Kasten. Vergesst bitte nicht, heute 18 bis 19 Uhr auf YouTube Angel Dark Blue einzuschalten. Da gehe ich live mein erstes Mal.